Leute, ich wollte euch heute mein Standard-Make-up zeigen, was ich am liebsten so tagsüber trage. Und ja, fangen wir einmal an. Als allererstes fange ich an mit der Creme. Ich benutze die von Venus für eher trockene Haut, denke ich. So sieht sie aus. Das ist wirklich mein Lieblings-Make-up. Ihr werdet sehen, dass es ganz einfach ist und aber für die Einfachheit einen super tollen Effekt erzielt. Hals nicht vergessen. Hals ist auch immer wichtig. Da bekommt man am schnellsten Falten. Gut, ich muss jetzt noch nicht über Falten nachdenken, aber trotzdem. Das kommt schneller, als man denkt. So, als nächstes nehme ich meine Venus Augencreme. So ein klein bisschen auf den Finger verteilen. Dann auf die Augen. Man sollte es einklopfen eigentlich. Aber ich bin da zu ungeduldig für. Und meistens creme ich das einfach ganz normal ein, wie eine normale Creme. So, als erstes fange ich immer an mit dem Concealer. Ich nehme zum einen den von Clinique in der Farbe 04, neutral. Zuerst ein bisschen die Augenschatten. Ich nehme mal eben meinen Spiegel. Dann kann ich eventuell mal gucken und besser sehen. So, als nächstes nehme ich meinen Lieblingsconcealer, den von Vichy Derma Blend. Wie sieht der aus? Den nehme ich für punktuell für Hautunreinheiten. Zum Beispiel hier oben. Der deckt sehr gut ab und der ist, da ich ihn in der Apotheke gekauft habe, nehme ich mal an, dass der auch nicht allzu schlecht ist für die Haut, hoffe ich zumindest. Also bei mir macht er auf jeden Fall keine Pickel, sondern hilft eher. Hier habe ich auch noch was. Naja. So. Dann nehme ich auch von Venus diese getönte Tagescreme. Der Deckel ist ein bisschen versaut schon. Ich trage mir die Creme auf die Hand auf zuerst, so ein bisschen. So. Nehme mir diesen Pinsel hier, der ist von Kiko. So sieht er aus. Trag die getönte Tagescreme damit auf. Auf dem gesamten Gesicht. Als nächstes konturiere ich mein Gesicht und zwar nehme ich dafür so ein Bronzing Powder von Douglas. Ich weiß leider nicht, wie die Marke heißt, da ich den Deckel kaputt gemacht habe. So, so einen Pinsel nehme ich dazu. Was ist denn da dran? Naja. Und so konturiere ich und zwar unterm Wangenknochen. Man macht ja auch ganz oft diesen Fischmund.
Und dann ziehe ich eine Linie. Da ich ein eher breites Gesicht habe, beziehungsweise rundes Gesicht habe, versuche ich mein Gesicht ein bisschen schmaler wirken zu lassen. So. Dann hier so ein bisschen. Überall da, wo es nicht so breit sein soll, sondern eher vertieft werden soll. Und gehe dann hier so runter und ein bisschen auch am Doppelkinn. Auf der anderen Seite auch. Hier so ein bisschen. So. Und ein bisschen am Hals, damit sich mein Gesicht nicht so sehr unterscheidet vom Hals. So. So. Als nächstes nehme ich meinen Rouge. Und zwar den von Clinique. Den hier. Mit genau dem gleichen Pinsel wie mein Make-up-Pinsel. Auch von Kiko. Und das ist genau der gleiche. Ich habe zwei davon, weil ich finde den für Rouge und für Make-up sehr gut. So. Ich tupfe ihn erstmal auf die höchste Stelle meiner Wangen. So. Und verstreiche ihn dann nach hinten. Fehlt nicht mehr viel, zumindest was jetzt nur die Haut angeht, nämlich der Highlighter. Meiner ist auch von Kiko. Den trage ich entweder mit dem Pinsel oder mit dem Finger auf. Heute mache ich es mal mit dem Finger. Zuerst so ein bisschen auf den Handrücken geben, verteilen, dass man eine gute Menge auf dem Finger hat, aber nicht zu viel. Und dann auf die höchste Stelle. So mache ich das. Und ein bisschen auf den Wangenknochen. Weil da wird das Licht ja am meisten reflektiert und da soll auch der Highlighter hin. So. Gesundheit. Hat jemand genießt? Ein bisschen was auf die Nase, nicht zu viel. So quasi ein bisschen auf diesen Mittel, auf diese gedachte Mittellinie, damit das Gesicht ein bisschen lang gezogen wird. So, und schon bin ich fertig, was meine Haut angeht. Jetzt kommen wir zu den Augen. Als allererstes fange ich an mit meinen Augenbrauen. Dazu nehme ich den Eyebrow Kit von Manhattan. So sieht das aus. Als allererstes kämme ich mir mit so einem, mit so einem spiralmäßigen Bürstchen die Augenbrauen. Ihr könnt auch einfach von einer alten Wimperntusche das Bürstchen auswaschen und das benutzen. Das ist genau das Gleiche. So, dann nehme ich mir so einen abgeschrägten kleinen Pinsel. Ich nehme jetzt die hellste Farbe, weil ich blond bin und ich finde, das reicht bei mir. Und male dann meine Augenbrauen so ein bisschen nach. Also ich finde es auf jeden Fall nicht schön, wenn man es sieht, dass die Augenbrauen nachgemalt sind. Ich male nur da entlang, wo ich auch so Härchen hätte, damit die Härchen ein bisschen dunkler wirken.
Ich male mir jetzt nie Augenbrauen dazu, wo keine sind. Ich finde, das sieht einfach, man sieht es einfach und man sollte es nicht sehen. Meiner Meinung nach. So. Das war's schon. Mehr mache ich für meine Augenbrauen nicht. Schließlich ist das meine Routine. Jeden Tag Make-up und da wollen wir ja nicht übertreiben. So. Jetzt kommen wir schon zu meinen Augen. Und zwar fange ich immer an mit diesem Jade. Maybelline Jade. Gel Eyeliner, so. So sieht er aus. Und zwar, ich würde euch gerne die Farbe sagen. Ach so, die Farbe ist 06 Black Pink Diamonds. Kann man sehen? Da steht das in dem Kästchen. So, dazu nehme ich so einen abgeflachten Pinsel. Da sind jetzt ein paar Härchen dran. So sieht er aus. Und der ist relativ fest. Nicht zu fluffig. So sieht das aus. Das ist so ein Schwarz mit pinken kleinen Glitzern. Ich finde aber, die kommen gar nicht so sehr raus auf dem Auge. So, dann tunke ich das so ein bisschen rein, nicht zu viel. Und gehe einfach nur in die Ecke hier hinten. Und ich versuche gar nicht, das wie ein Eyeliner zu malen, sondern so ein bisschen dicker. Aber nur hier hinten. Das ist so das hintere Drittel des des Augenlides. Ganz am Rand so. Und dann verstreiche ich das so ein bisschen. Und am anderen Auge genauso. Es muss gar nicht eine ordentliche Linie sein, sondern einfach nur ein bisschen drauf getupft und verstrichen. So. Das dürfte reichen. Als nächstes nehme ich einen schwarzen Lidschatten. Ich habe jetzt den von Bobbi Brown. Ich weiß leider nicht, wie die Farbe heißt. Auf jeden Fall könnt ihr jeden beliebigen schwarzen Lidschatten nehmen, der gut pigmentiert ist. Ich gehe einfach mit dem gleichen Pinsel da rein, so ein bisschen reintunken und gehe nochmal hier drüber. Und verstreiche das wieder so ein bisschen. So, jetzt fehlt nur noch ein heller Lidschatten. Ihr könnt weiß nehmen oder irgendeinen anderen hellen Lidschatten, der die Augen öffnet. Ich habe jetzt den von MNY, die Farbe 125, so sieht er aus. So. Er schimmert aber ganz gut und deswegen benutze ich den jetzt. So, dafür nehme ich auch gar keinen Pinsel. Ich nehme einfach meinen Ringfinger, tunke so ein bisschen rein und gehe dann damit in die Ecke des Auges. Nur so ein bisschen. So. Und ein bisschen unter die Augenbraue, aber wirklich nur ganz wenig. Man soll es auf jeden Fall nicht direkt sehen. So, jetzt fehlt nur noch Wimperntusche. Ich nehme jetzt die von Essence Eye Love Extreme.
zuallererst. So, als nächstes nehme ich von Maybelline Jade die Colossal Volume Mascara Cat Eye und tue sie noch einmal drüber. Und das gleiche mache ich auch mit dem zweiten Auge. Und fertig bin ich mit dem Augen-Make-up und so sieht das aus. Wie ihr seht, das war total simpel und also meiner Meinung nach macht das total schöne Augen und für so ein einfaches Make-up, da kann man das auch jeden Tag tragen. Zumindest finde ich das. Für manche wäre das vielleicht schon ein bisschen zu viel, weil das schwarz ist und dunkel ist am Auge. Aber ich finde das total schön und ich trage das also als Alltags-Make-up und auch zu Partys, wenn ich ausgehe. Das trage ich ganz oft. Also das habe ich meistens drauf, das Make-up. So, den Lippenstift, ich habe jetzt einfach mal den, also ich mache dazu immer unterschiedliche Lippenstifte, aber beziehungsweise ich benutze dazu unterschiedliche Lippenstifte. Aber den, ich habe jetzt einfach mal den genommen, den ich am allermeisten, am allerhäufigsten benutze, weil einfach die Farbe zu jedem Make-up meiner Meinung nach passt. Und zwar ist das der von Essence, Farbe 53, All About Cupcake. So sieht er aus. So, und fertig ist mein Look. Was ich jetzt nicht benutzt habe, ist Puder. Und zwar liegt das aber nur daran, dass ich relativ trockene Haut habe und ich mit Puder nichts anfangen kann. Klar fixiert das ein bisschen das Make-up, aber das ist mir nicht so wichtig. Ich habe lieber so ein bisschen Feuchtigkeit im Gesicht mit der Creme und Puder das dann ungern ab. Ihr könnt natürlich Puder nehmen, wenn ihr welches gerne benutzt. Ihr könnt... ihr müsst nicht die gleichen Produkte nehmen wie ich, sondern ihr könnt auch andere ähnliche Produkte benutzen und diesen Look erzielen. Das, was bei euch halt am meisten wirkt. Ja, und das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir bitte einen Kommentar drunter, wie ihr das findet und wie ihr das Make-up findet, wie ihr das Video fandet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und... bis dann. Tschüss.